Als quasi mit dem Pausenpfiff Serkan Firat die Kickers beim Auswärtsspiel in Groß-Asbach in Führung bringt, schaut alles danach aus, als könnten die Kickers ihre beeindruckende Serie von 6 Siegen in Folge weiter ausbauen. Aber alles von vorn. Für Sreto Ristić und seine Mannschaft geht es schon am Freitagabend zur SG Sonnenhof Groß-Asbach. Dabei hat der OFC-Trainer ein kleines Luxusproblem. Tunay Deniz ist nach abgesessener Gelbsperre zurück in der Startelf. Dafür muss Matthias Fetsch wieder auf die Bank. Ansonsten steht Jason Breitenbach erstmals seit dem 4. Spieltag wieder in der Startformation. Er ersetzt den erkälteten Ronny Marcos. Ansonsten startet dieselbe Elf, die vergangenes Wochenende gegen Steinbach ein starkes Spiel abgeliefert hat. Die Gastgeber aus Groß-Asbach, die am letzten Spieltag mit 0:6 eine deftige Niederlage in Elversberg hinnehmen mussten, zeigten sich davon gut erholt und gestalteten die Anfangsminuten ausgeglichen. Fabian Messinas Schuss bringt aber noch nicht die große Torgefahr. Offensiv braucht der OFC heute ein paar Minuten, um Schwung aufzunehmen. So sind schon fast 20 Minuten gespielt, als ein langer Ball von Okungbova von Bocic mit dem Kopf verlängert wird und Serkan Firat die Chance hat. Da hat nicht viel gefehlt. Der Torhüter ist sogar noch mit den Fingerspitzen dran gewesen. Die anschließende Ecke bringt aber nichts ein. Von da an nimmt das Spiel mehr und mehr Fahrt auf und Offenbach übernimmt die Spielkontrolle. Deniz Hüseyin-Basic auf den letzte Woche überragenden Rafael Garcia. Der kommt zum Abschluss, kann damit aber Maximilian Reule im Tor nicht überwinden. Über die linke Seite und Rafael Garcia soll es aber direkt noch ein weiteres Mal gehen. Garcia geht in den 16er, legt quer, da ist Hüseyin-Basic, aber zu schwach sein Schuss. Da hat er keinen Druck hinter dem Ball bekommen. Weiter mit einem Freistoß für Groß-Asbach. Steven Leverenz bringt den Ball in den Strafraum. Dort kann die Kugel nicht geklärt werden und so kommt Darius, hält irgendwie mit der Fußspitze dran und überwindet Flauder. Etwas überraschend in dieser Spielphase gehen die Gastgeber hier in Führung. Die Kickers sind im Anschluss dann um eine schnelle Antwort bemüht und erspielen sich weitere Torchancen. Wieder geht es über die linke Seite und Rafael Garcia. Seine Flanke findet Serkan Firat. Reule mit einem starken Reflex. Dejan Bocic setzt nach und wieder ist Reule da und begräbt den Ball unter sich. Tunay Deniz gestaltet das Spiel wieder von hinten heraus. Hier kommt sein Ball wieder punktgenau auf Jason Breitenbach. Der geht zur Grundlinie, bringt die Kugel herein und da geht Bocic zu Boden. Schiedsrichter Giuseppe Gerazzi zögert nur kurz und zeigt dann auf den Punkt. Die Groß-Aspacher wollen es nicht wahrhaben. Es ist auch schwer aufzulösen von hier, ob es ein Elfer ist, aber der Schiedsrichter hatte einen guten Blick auf die Situation. Tunay Deniz hat seinen Strafstoß gegen Gießen sicher verwandelt. Folglich tritt er auch hier an und trifft erneut souverän. Die Kickers stellen auf 1:1. Für Tunay Deniz ist es das 4. Saisontor. Den Elfer hat er hart und platziert versenkt. Da hatte der Torhüter nichts zu halten. Und noch ist nicht Schluss mit der ersten Halbzeit. Wieder Tunay Deniz auf Jason Breitenbach, der sich immer wieder offensiv gut mit einschaltet. Hier landet sein Ball bei Firat. Tor! Der Ball ist wieder drin. Noch vor dem Seitenwechsel haben die Kickers das Spiel gedreht. Serkan Firat mit dem Kopfballtreffer. Seine dritte Chance am heutigen Abend nutzt der Kickers-Akteur. Und danach wird gar nicht erst angepfiffen. Der Schiedsrichter schickt die Spieler direkt zum Pausentee. Also direkt rein in die zweite Halbzeit. Die ist noch keine Minute alt. Da kommt der Ball von Bojai zu Rafael Garcia. Der geht zur Mitte und schießt, verfehlt damit aber das Tor. Im Anschluss agiert der OFC dann aber ein wenig schläfrig und macht es dem Gegner zu leicht. Jonas Brändle kommt in den Strafraum und drischt den Ball ins kurze Eck.
Plötzlich steht es hier 2:2. Die Gastgeber zurück im Spiel. Aber die Kickersabwehr hat es den Groß-Asbachern hier schon sehr leicht gemacht. Und nach einem Ballverlust im Mittelfeld geht es dann nur 5 Minuten später wieder schnell in Richtung Tor von Stefan Flauder. Der Ball kommt zu Steven Leverenz, der schießt und wieder schlägt es hinter Flauder ein. Groß-Asbach kann das Spiel wieder drehen. In den letzten 6 Spielen musste Flauder nur einmal hinter sich greifen, heute nun schon zum 3. Mal. Steven Leverenz hat schon viele Zweit- und Drittligaspiele Erfahrung und nutzt solche Chancen. Im Anschluss braucht der OFC einige Minuten, hat dann aber nach diesem Vierrad-Freistoß die Riesenchance auf den Ausgleich. Sebastian Zieliński ist da zum Kopfball gekommen. Reule mit einer Glanzparade. Aber auch Groß-Asbach setzt noch den ein oder anderen Nadelstich. Der eingewechselte Andrew Owusu auf Leverenz, der ist frei, scheitert aber am stark haltenden Stefan Flauder. Weiter mit einem Eckball. Tunay Dennis macht das direkt. Reule im Verbund mit der Latte wehrt den Ball ab. Die Kickers setzen nach. Am Ende kann aber wieder Maximilian Reule zupacken und die Situation bereinigen. Der Torhüter zeigt ein starkes Spiel. Da es doch die ein oder andere Verletzungsunterbrechung gegeben hat und die Groß-Asbacher geschickt Zeit von der Uhr genommen haben, gibt es satte 5 Minuten Nachspielzeit. Und so kommt Fetsch noch zu dieser Chance. Fast der Ausgleich. Matthias Fetsch ist für Jason Breitenbach ins Spiel gekommen. Und noch immer ist nicht Schluss. Tunay Dennis bringt den Freistoß noch einmal lang nach vorn. Boyai mit dem Kopf geklärt. Doch Fetsch kann schießen, aber wieder knapp vorbei am Tor. Es soll nicht mehr sein. Nach 6 Siegen in Serie verliert der OFC mal wieder. Dabei waren Chancen eigentlich genügend vorhanden, aber auch die ein oder andere Unachtsamkeit in der Defensive. Wir haben Stefan Flauder im Interview. Ja, im Endeffekt kurz gefasst, das wussten wir vor dem Spiel, dass wir uns nur selber schlagen können und das haben wir heute irgendwie gemacht. Da wurde jeder Fehler irgendwie eiskalt bestraft, was in den letzten Spielen jetzt nicht so war. Da haben wir es immer noch gut verteidigt, irgendwie weggehalten vom Tor und heute war dann gefühlt jeder Fehler irgendwie hat dann zu einem Gegentor geführt und bei uns wollten die Bälle heute irgendwie nicht so rein, obwohl wir trotzdem viele Chancen hatten und am Ende, finde ich, passt das Ergebnis jetzt nicht zum Spiel, aber ist dann halt auch ein Ergebnissport und von daher, es ist sehr, sehr bitter heute. Ja, man muss auch, natürlich ist es ein Ergebnissport, aber man muss auch das Spiel sehen. Also wer das Spiel gesehen hat, kann, also ich weiß jetzt nicht, ob da einer unzufrieden ist. Das Ergebnis ist unzufrieden, also ist nicht zufriedenstellend, aber also die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir fanden, wir haben den Ball gut laufen lassen, wir haben viele Chancen gehabt, wir hatten Groß-Asbach im Griff. Von daher glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwas ins Wanken kommt oder was, weil wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben. Aber wie gesagt, das Ergebnis passt irgendwie nicht zu dem Spiel und das gehört zum Fußball leider auch dazu. Ja, ich sag mal, also ich habe es schon woanders gesagt, es gehört irgendwo dazu, ja, also so ein bisschen mal ein bisschen mit Zeitspiel und so, das ist im Fußball relativ normal. Das jetzt war schon sehr, sehr übertrieben, aber ja, solange es der Schiedsrichter nicht unterbindet, macht man es natürlich weiter und dann, ja, die 3 kann man halt nicht beeinflussen, obwohl ich zuerst mal dabei sage, obwohl ich erstmal dabei bleibe, dass wir unsere Chancen einfach machen müssen, da gewinnt man hier ganz klar, haben wir heute nicht gemacht und müssen wir erstmal bei uns anfangen und dann kann man vielleicht noch überlegen, was noch die äußeren Umstände waren, die es heute sehr, sehr schwer gemacht haben. Da das nächste Spiel nun erst am kommenden Sonntag ist, haben die Kickers genug Zeit, das heutige Spiel aufzuarbeiten und dann im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wieder an die jüngsten Erfolge anzuknüpfen.